Hallo, willkommen! Servus! Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid heute. Wir backen heute, es wird richtig weihnachtlich. Ich freue mich. Wir machen heute Florentina. Und zwar liebe ich die, weil die sind glutenfrei für alle unter euch, die Probleme mit Gluten haben. Das sind die besten Kekse, die es gibt. Und sind super einfach natürlich, wie immer. Und ich habe hier mal alles vor mir stehen. Es sind 100 Gramm Zucker, 40 Gramm Honig, 60 Gramm Butter. Wir haben einmal 60 Gramm geriebene Mandeln, 200 Gramm gehobelte Mandeln. Das sind 75 Milliliter Sahne oder Schlagobers. Und ich habe hier einmal 100 Gramm dunkle Kuvertüre, Zartbitterkuvertüre. Und das war's. So, also für den Anfang nehmen wir einen kleinen Topf. Und da gebe ich jetzt den Zucker rein, den Honig, Butter und eine Schlagobers. Und das lasse ich jetzt hier einmal aufkochen. Und wenn es kocht, dann stelle ich es ein bisschen runter. Ich will nur, dass es köchelt, und zwar für so circa 5 Minuten. Jetzt tue ich in der Zwischenzeit den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Wenn ihr auf Umluft stellt, dann 160 Grad circa. Jetzt ist hier unsere Masse fertig. Es hat so circa 5 Minuten geköchelt. Und jetzt gebe ich da die ganzen Mandeln rein. Und natürlich auch die geriebenen Mandeln. Und das wird jetzt noch einmal schön untergerührt. Perfekt. Jetzt habe ich hier mein Backblech mit Backpapier. Und da gebe ich jetzt mit 2 Löffeln kleine Häuflein auf das Backpapier hier drauf. Für mich sind Kekse, so Weihnachtskekse oder Plätzchen, immer klein. Meine Großmutter hat immer gesagt, das Gute oder das Wichtige ist, wenn die klein sind. Aber da scheiden sich natürlich wieder die Geister. Also ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Wenn ihr gerne große Florentina habt, dann macht sie groß. Ich habe das sehr gerne klein. Ich finde es auch schön, wenn man sie dann zum Kaffee so kleine Florentina dazugeben kann. Finde ich immer irgendwie schöner als so große. Deswegen mache ich die jetzt hier so. Und dann kommen die für circa 15 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit schmelze ich jetzt so circa 2 Drittel von meiner Schokolade über einem Wasserbad. Und wenn das geschmolzen ist, gebe ich den Rest dazu, also das andere Drittel, und rühre das unter. So, das ist die einfachste Art, Schokolade zu temperieren. Und das macht man deshalb, weil dann glänzt die Schokolade schön und es bricht schön. Und es schmeckt auch anders. Also probiert es unbedingt mal aus. Ihr könnt natürlich auch die Schokolade einfach so schmelzen. Aber das ist jetzt kein großer Aufwand dazu. Deswegen mache ich das gerne auf die Art. Und dann ist das jetzt schön geschmolzen. Wenn ihr wollt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, dann kann ich euch mal ein ganz eigenes Video machen zu Schokolade temperieren. Auf wie viel Grad? Es gibt verschiedene Arten, Schokolade zu temperieren und genau warum man das überhaupt macht. Also ich kann mal ein eigenes Video dazu machen, wenn euch das interessiert. So, jetzt sind sie fertig und schaut mal, die sind schon ein bisschen auseinander geflossen, aber das ist gar kein Problem. Ich werde jetzt mit einem Messer die so ein bisschen zusammenschieben. Solange die noch heiß sind, geht das auch richtig gut. Ein paar lasse ich so, ich zeige euch dann gleich den Unterschied. Und ich lasse es jetzt ein bisschen auskühlen und dann tunke ich die da rein. Ich mache immer gerne die Unterseite, ihr könnt aber auch einfach nur die Seiten reintunken und ihr könnt die auch bestreichen mit einem Pinsel. Die Unterseite, das geht natürlich auch. Und dann noch einmal richtig trocknen und auskühlen lassen und fertig sind die Florentina. Also nur hier den Unterschied, das habe ich ein bisschen zusammengeschoben, das ist hier ein bisschen dicker und das ist ein ganz flacher Getaler. Also das müsst ihr machen, wie euch das am besten schmeckt. Und die sind jetzt schön getrocknet. Schokolade ist gut getrocknet. Die schauen sehr gut aus. Ich liebe ja sowas. Es ist ein bisschen rustikal. Und soll ich mal gleich probieren? Ja? Ja. Köstlich. Das ist richtig schön crunchy, bisschen weich, schokoladig.
Ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Es ist, wie schon gesagt, eine tolle Alternative für alle, die Probleme mit Gluten oder Mehl haben. Ja, wie gesagt, ich liebe die. Die sind die Lieblingskekse von meiner kleinen Schwester. Ich werde die jetzt aufbewahren und vielleicht ihr ein paar schicken. Und ja, ich hoffe, ihr macht es nach. Schickt mir gerne Fotos auf Instagram, wenn ihr die nachgemacht habt. Folgt mir auf Instagram, da poste ich täglich alles rund ums Essen, wenn euch das interessiert. Und da könnt ihr mich auch alles fragen. Ich hoffe, ihr genießt die Vorweihnachtszeit und ihr könnt gerne mal hier ein bisschen rumscrollen. Ich habe ein paar Playlisten zusammengestellt mit weihnachtlichen Rezepten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!